Wir sind heute hier auf der Musikmesse in Frankfurt unterwegs und ja, schauen wir mal, was es hier so zu sehen gibt. Die Welt der Musik- und Veranstaltungswirtschaft hat sich vom 2. bis zum 5. April 2019 in Frankfurt getroffen. Auf der Musikmesse sowie der Pro Light and Sound, die eine Technikschau für alle Bereiche der Event- und Medientechnikindustrie ist, haben Profis von heute und morgen einen Blick in die Zukunft gezeigt. Der Trend ging dabei zur IP-basierten Übertragungstechnik. Komplexe, medientechnische Installationen und Bühnensetups werden verstärkt durch zentrale Netzwerke gesteuert, die das Internet der Dinge in der Eventwirtschaft mehr und mehr Realität werden lassen. Insgesamt kamen über 85.000 Besucher auf das Frankfurter Messegelände. Warum wir hier sind, weil wir selber Musikevents in Athen machen und Musikliebhaber sind, logischerweise. Und ja. Was gucken Sie sich heute noch an? Wir werden hauptsächlich hier in dem Bereich, dann bei den Pianos, also bei den, wir werden uns, wenn wir es schaffen, heute komplett die ganze Messe anschauen, ansonsten kommen wir morgen nochmal. Weil wir gratis Eintrittskarten bekommen haben und weil wir uns da informieren wollen. Ja. Leider sind halt viele Aussteller schon ausgestiegen, aber das liegt natürlich an der Messe GmbH. Wenn man natürlich so eine Preispolitik macht, dann ist klar, was passiert. Ja. Worüber wollen Sie sich denn informieren? Ja, über Neuheiten im Beschallungs- und Instrumentebereich. Ja, das wäre es dann eigentlich schon. Ja. Leider sind halt viele große Firmen nicht mehr vertreten, ja, weil halt das wohl für die Firmen inzwischen uninteressant geworden ist. Ja. Ist das ein privates Interesse oder machen Sie das beruflich? Ich bin Händler, ja. Und warum sind Sie hier? Ich begleite ihn. Ich bin hier, um zu filmen Radio X. Radio X, Virus Music, die haben hier eine Bühne. Und, oder einem Ort, ja, und dort, es gibt dort Live-Interviews, ist meine für Radio, ja, so. Und es filmt das, dass wir später beim offenen Kanal am Fernsehen sehen können. Hast du dir heute schon was auf der Musikmesse angeschaut? Es war bei Gamer. Es war bei Gamer. Vielleicht keine Werbung für Gamer, aber es war bei Gamer. Und ich habe dort, ja, okay, weil es Schreiber selber liedern, so ist. Okay, ich habe Interesse am Urheberrechte, ja. Yeah. Und du bist ja jedes Jahr eigentlich bei der Musikmesse. Gibt es dieses Jahr was Besonderes? Also ist es anders als sonst? Man merkt, es ist kleiner. Es ist weniger big, wie heißt es, diese große Namen sind. Ja, ich glaube, man merkt, es ist weniger Leute, weniger Publikum. Findest du das gut oder schlecht? Ich finde es schlecht, ja, ja, weil mehr bedeutet mehr Action, mehr Möglichkeiten und klar, okay, wenn es so viel, aber nach meiner Meinung, es war nicht so viel, es war nur irgendwie, es hat mit der Wirtschaft zu tun, aus Wirtschaften Gründen ist es kleiner geworden, ja, ja, nicht, dass die Leute haben Angst für die Menge. Vom Leute, ja. Was magst du an der Musikmesse? Wenn man Musiker ist, muss man unbedingt hierher kommen, weil es gibt jede Art von Instrument, neue Instrumente, die erst entwickelt worden sind, also die von denen noch nie jemand irgendwas gehört hat. Und man kann hier Musiker treffen, auch bekannte Musiker. Den Bassisten von den Rolling Stones habe ich letztes Jahr kennengelernt. Und die Jamiroquai Band war hier. Und Gregory Porter wird hier sein. Und wer Rockmusik hört, letztes Jahr gab es ein Konzert neben der Musikmesse. Also es gibt immer zu der Musikmesse, zu der Zeit von der Musikmesse auch Veranstaltungen, die außerhalb stattfinden in der Stadt. Und da gab es ein Konzert von den Schlagzeuger von Thin Lizzy, sollte man kennen. Der hat ein neues Projekt gestartet, seine Tour ist Dangerous and Alive. Und
den konnte ich kennenlernen. Er lebt noch, er ist gut drauf, er spielt Schlagzeug und die haben einen Mann engagiert, der die Songs singt, die ganzen alten Songs von Thin Lizzy. Sehr interessant. Und findest du, die Musikmesse hat sich verändert über die letzten Jahre? Ja, es gibt immer weniger Zuschauer und meiner Meinung nach wird immer weniger geboten für die Gäste. Und einige Hersteller von Musikinstrumenten, also für die Leute extra hierher kommen, gibt es dann auf einmal nicht mehr. Das ist sehr schade für die Zuschauer oder die Besucher. Das ist schade. Wie verändern neue technologische Entwicklungen die Art und Weise, wie Musik und Events produziert, konsumiert und vermarktet werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Rahmenprogramms der internationalen Fachmessen. Rund 300 Workshops, Panels, Lectures und Masterclasses gaben Impulse. Mit dabei war auch Timo Krämer, Produzent des erfolgreichen Frankfurter Rappers Vega. Keine alte Dame, aber hier fing alles an, das ist, was sie sagen. Sie ist so bitter und gefährlich, diese Stadt hier ist der Mittelpunkt der Erde. Jeder Mann hier jagt den Pfennig und Dope, manchmal bangen Pistolen. Seit den Jahren, dem sie Kennedy holten und ich rolle mit dem Wembley. Krämer erklärt in seinem Input, worauf es beim Hip-Hop-Producing ankommt und gab Tipps und Erfahrungen weiter. Hey Timo, du bist ja Producer, unter anderem für Vega, auch hast mit Raf Camora zusammengearbeitet. Was machst du so als Producer? Kannst du das einmal kurz erklären? Ja, hauptsächlich Hip-Hop-Beats. Also ich mache auch ein bisschen Fernsehplaybacks für Fernsehshows, die dann 20.15 Uhr irgendwie kommen, die ich selbst nicht mehr anschaue. Mein Herz ist schon eher bei den Hip-Hop-Beats und da würde ich es noch einschränken auf die melancholischen, die deepen Sachen. Viel Klavier, viel Orchester, typisch Vega-Beats. Du machst das ja nicht hauptberuflich, hast du eben gesagt. Und wie machst du das? Du bist ja bei den Shows auch manchmal dabei. Passt das neben deinem Beruf so? Ja, ich war 8 Jahre lang angestellt, Vollzeit, und nach 8 Jahren und eigentlich auch schon in der Zeit fand ich es, wie so viele, halt auch ein bisschen schwierig, jeden Tag dasselbe zu machen. Also, es gibt natürlich genug Abwechslung in jedem Beruf, aber ich bin eher so mit 2, 3 Teilzeitjobs, scheint mir besser zu passen. Deshalb war es halt eine gute Mischung zu produzieren, gleichzeitig als Soundmann mit auf Tour zu sein und dann arbeite ich auch noch Teilzeit für die SAE, für das ehemalige Netzwerk. Und das sind so 3 verschiedene Dinge, die sich gut ergänzen, die alle mit demselben Thema zu tun haben und für mich ist es eine super Mischung. Okay, und als letztes noch, was willst du den Leuten mitgeben, die also das jetzt auch machen wollen, die das anfangen wollen, aber nicht so richtig wissen, wie? Ja, das kurz zu fassen ist immer schwierig, da könnte ich jetzt eine Stunde reden. Aber ich sage so, ein bisschen wie ich es gerade hier im Vortrag vom Sound and Recording gesagt habe, viele versuchen die Charts nachzumachen. Das kann kurzfristig funktionieren, aber das ist langfristig, glaube ich, nicht der Weg, sich zu etablieren, sondern man muss schon, sei es jetzt Text oder Musik, man muss schon das machen, was man in sich trägt, was man fühlt, was aus einem automatisch rauskommt und versuchen, daraus die beste Kunst zu machen. Die nächste Musikmesse findet 2020 statt. Dann feiert sie auch ihren 40. Geburtstag. Die ProLight in Sound wird bereits ein Vierteljahrhundert alt. Welche Trends dann gesetzt werden, bleibt abzuwarten.